Ja, ich will. Die beiden denn so schnell hin? Brautentführung. Du kommst hier nicht mehr lebend raus. Ich habe hier nichts zu verlieren. Du hast doch noch dein ganzes Leben vor dir. Felix war mein Leben. Den hast du mir ja genommen. Und wenn ich ihn nicht bekommen kann, dann sollst du ihn auch nicht haben. Du bist doch komplett wahnsinnig! Ja, das denkt man. Aber ich kann nicht mehr. Ich bin ja nichts. Meine ganze Würde, mein Ansehen, meine Existenz, alles ist ruiniert. Bemühe dich nicht. Wir sind gleich bei Mama. Sie freut sich bestimmt schon. Warte mal, sag mal, wo ist unsere geklaute Braut jetzt überhaupt? Vielleicht hat sie sich mit ihrem Bräutigam auf den Heuboden verzogen. Ach komm, dazu haben die heute Nacht noch genug Zeit. Tja, die Liebe. Komm. Kommt ihr mit? Ja, ich habe ihn überredet. Sehr gut, wenn einer das Recht hat, auf Felix Kosten Papier zu zischen, dann ist es unser Mensch Kohnheim. Genau. Worauf warten wir? Naja, wie soll ich sagen, Emma ist spurlos verschwunden. Die ist schon mal vorgefahren mit ihrer Schwester. Der Engel? Die sind doch total zerstritten. Ja, anscheinend wollen die noch mal in Ruhe miteinander reden, bevor Emma mit Felix auswandert. Also Emmas Idee war das bestimmt nicht. Ja, ist ja egal jetzt. Wir treffen uns dann am Gasthof, oder was? Das meinte zumindest Emma. Wo steht denn ihr Auto? Auf geht's. Ja. Ich glaube, ich bleib lieber hier. Nee. Du reißt dich jetzt mal zusammen und wir lassen das heute noch mal ordentlich krachen. Komm, auf geht's, los. Eins von den anderen. Hopp, hopp, hopp. Davon habe ich letzte Nacht geträumt. Dass ich in Lebensgefahr bin. Nicht in einem Auto, aber in dem See, wo wir als Kinder immer waren. Tja, damals. Da war die Welt noch in Ordnung. Du hast mich gerettet. Was für ein idiotischer Traum. Nicht nur ein Traum. Auch in Wirklichkeit hast du mir mal das Leben gerettet. Das wüsste ich aber. Der Stoffhase, der ist mir ins Wasser gefallen. Ich bin ihm hinterher in den See gesprungen. Weißt du das nicht mehr? Ich wäre fast ertrunken. Hättest du mich da nicht rausgezogen, dann wäre ich tot gewesen. Du konntest selbst kaum schwimmen. Trotzdem hast du dein Leben für mich aufs Spiel gesetzt. Das war damals, da war ich anders. Nein, du bist immer noch dieselbe starke und mutige Rosalie. Du bist doch eine Kämpferin. Gib dich nicht auf. Ja, ihr lieben Kinder, ich bin der Räuber aus Finsternwalde. Na, Felix, habt ihr eure Geschenke schon ausgepackt? Lasst mich doch noch ein bisschen Zeit mit euch verbringen, bevor es morgen nach Kanada geht. Ja, da freuen wir uns. Ach, übrigens, bevor ich es vergesse, das ist mein Geschenk. Fescher kleiner Kerl. Ja, das ist der Ruby, du, der gibt einmal ein exzellentes Fleisch. Nein, das ist sein Bruder. Ich hab schon gedacht, wir müssen den Ruby mit nach Kanada nehmen. Keine Sorge, mein Sohn, das habe ich alles schon geklärt. Ja, der Ruby bleibt nämlich da, sozusagen als Dauerleihgabe. Ich glaube, das wird Emma auch besser gefallen. Ja. Apropos, wo ist eigentlich meine Frau? Ja, die habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Ja, vielleicht hat sie sich ein bisschen hingelegt. Oder wissen Sie, wo Ihre Tochter gerade steckt? Also ich!
Der Kaspar Schlaumeier würde sagen, sie ist einem alten Brauch zum Opfer gefallen. Werner. Die Brautentführung. Oh, und ihr habt mich hier festgehalten und abgelenkt. Na, herzlichen Dank. Na, schnell, geh sie suchen. Weißt du noch bei uns damals? Ja. Meine Hildegard haben sie mir bis hinter den Chiemsee verschleppt. Kommst du mit? Nee, ich glaube, es ist besser, du nimmst deinen Schwiegervater mit. Der ist ortskundiger als ich. Der kennt ja in der Gegend jede Kneipe. Das stimmt allerdings. Also los, auf geht's. Komm. Auf geht's. Na dann, bis später oder viel später oder gar nicht mehr. Wir sehen uns morgen. Bleibst du nicht da? Na, ich fahre mit den Sonnenbichlers, falls ihr noch einen Platz habt. Ja, aber selbstverständlich. Ich muss sowieso zurück wegen Nachtdienst. Wieso, fühlst du dich nicht wohl? Nein, nein, alles bestens. Naja, wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Kommt in den besten Ehen vor. Merkt ihr das, Felix? Wir sind aber nicht mehr verheiratet, falls ich dich daran erinnern darf. Stimmt, aber Meinungsverschiedenheiten haben wir immer noch. Ja. Der Schwiegervater kommt. Ja, komm. Verdammte Mobilbox, geh endlich ran, Mama. Hörst du mich? Hallo? Mama! Es kann nicht mehr lange dauern. Die Rettung ist gleich da. Sag doch was! Ist deine Mutter immer noch da drin? Ja, sie hat das Bild da drin nicht. Ach, verdammt. Ja? Hallo! Ja, sie hört uns nicht. Hast du es schon auf dem Handy probiert? Ja, schon zigmal. Das ist immer nur mit Mobilbox. Das Klopfen muss sie doch zumindest hören. Jetzt beruhig dich! Und wenn sie einen Anfall hat? Der Techniker ist bestimmt gleich da. Ja, wann kommen die? Die Warterei macht mich wahnsinnig. Das soll alles mit nach Kanada? Ja, die werden sich morgen beim Einchecken aber freuen. Warum reißt du die Karte ab? Der Grund meines Streits mit Charlotte. Tante Cosima? Ist das Verwandtschaft von Emma? Nein, Felix' Tante. Was? Felix hat er mir nie von erzählt? Er weiß auch selbst noch nichts von ihrer Existenz. Sag mal, das müssen wir aber genauer erzählen. Ja, das erzähle ich dir ein andermal. Aber kein Wort zu Felix. Ich würde ihm nur seinen Hochzeitstag vermiesen, glaub mir. Haben Sie Emma und Ihre Schwester gesehen? Wieso, ist die Entführung schon vorbei? Genau genommen hat die noch gar nicht angefangen. Ja, die beiden sind irgendwie spurlos verschwunden. Das ist ja was ganz Neues. Den Entführern geht die Braut abhanden. Also irgendwas stimmt da nicht. Alle werden sie dich vermissen. Der gesamte Fürstenhof, aber mich. Alle werden froh sein, wenn ich weg bin. Du kannst doch mal ganz von vorn anfangen, Rosalie. Nein. Nach allem, was ich mir geleistet habe, möchte bestimmt keiner mehr etwas mit mir zu tun haben. Wundert dich das? Nach allem, was du dir geleistet hast? Siehst du? Du hast mich! Alle hassen mich! Nein, 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 ich liebe dich. Egal, ob ich will oder nicht, du bist doch meine Schwester. Bitte, Rosalie, bitte nicht. Du willst doch auch nicht sterben, Rosalie. Hör zu, hör zu. Du hast einmal mein Leben gerettet. Jetzt werde ich deins retten, ja? Lass mich, bitte. Der Techniker kommt gleich. Ja, das sagen sie seit Stunden. Am besten suchen wir einen Krankenwagen mit. Beruhige dich, deiner Mutter geht es bestimmt gut. Eins von den Kabeln wurde durchgeschnitten. Was, wie kann das passieren? Das muss jemand mit Absicht gemacht haben. Wer tut denn sowas? Keine Ahnung, aber der Aufzugsnotdienst ist gleich da. Also, es kann nicht mehr lange dauern, dann geht alles wieder.
Sag mal, wo warst du? Ich hätte mir Sorgen gemacht. Hey. Alles in Ordnung. Wir haben nur geredet. Komm, lass uns Geschenke auspacken, ja? Wir haben heute Hochzeit. Und ich habe Geburtstag. Ein ganz besonderer Geburtstag. Quasi ein doppelter. Vom großen Ereignis? Ja, ich hatte genug. Hat es dir nicht gefallen auf dem Fest? Doch, sicher. Es war eine Bauernhochzeit wie aus dem Bilderbuch. Sehr romantisch und das Essen wirklich sehr gut. Ich musste mein Rezept für die Maronen-Cherry-Suppe rausrücken. Deshalb. Was passiert? Ach, ich habe mich wieder mit Werner gestritten. Du kannst dir sicher denken, warum. Was ist denn da los? Der Fahrstuhl ist stecken geblieben. Kurzschluss? Ach, gekapptes Kabel. Was, Sabotage? Wer macht denn sowas? Genau, das weiß man erst, wenn alles untersucht ist. Wie lange dauert das denn noch? Meine Mutter ist da drin. Ja, Moment bitte. Wie lange schon? Eine Ewigkeit. Mama, alles okay? Geht schon. Du hast dein Spray am Zimmer vergessen. Auf meinen Kopf. Es tut mir alles so leid. Soll ich vielleicht Dr. Niederbühl holen? Danke, das wird schon wieder. Möchten Sie vielleicht was trinken? Wasser, bitte. Wie kann denn das passieren? Das tun Sie doch nicht so. Das haben Sie doch mit Absicht gemacht. Mama, beruhig dich. Komm, geh in die frische Luft. Kannst du mir das erklären? Ich sag dir, den Rest können wir mindestens 3 Tage lang nachfeiern. Und ich werde 3 Jahre nachjammern. Mindestens. Du kommst drüber weg. Ich schwör's dir. Weißt du, wenn mir jemand vor einem halben Jahr gesagt hätte, Victoria und ich sind getrennt und ich bin drüber weg. Na ja, und jetzt? Wir sind wirklich gute Freunde. Das kann ich mir mit Emma und mir nicht vorstellen. Okay, dann sei doch wenigstens froh, dass sie morgen nach Kanada geht. Das nützt doch auch nichts. Ich bekomme sie einfach nicht aus meinem Kopf. Tja, dann musst du an die Stelle in deinem Kopf eben eine andere setzen. Ein toller Spruch. Mensch, ich will dir doch nur helfen. Du hast echt gut reden. Du hast schließlich auch gleich eine andere Freundin gefunden. Ja, das schaffst du auch. Du bist ein cooler Typ. Sonst wäre ich nicht mit dir befreundet. Warum hast du sie eigentlich nicht zur Hochzeit mitgebracht? Du, sie hatte keine Lust, wollte nicht. Ist auch komisch. Ihr seid ein Paar, aber nie gemeinsam unterwegs. Ja, dann schauen wir doch mal, ob wir heute Nacht gemeinsam unterwegs sind. Mailbox. Bierchen? Bevor wir 2 coolen Typen in unsere einsame, kalte und öde Bude zurückgehen? Auch das. Kühlschrank, 2 sind mindestens noch da. Nein, nein. Lass, da muss ich durch. Tja, wenn du meinst. Prost. Ist schließlich auch ohne immer schön. Das Lied. Ich habe schon mit dem Schlimmsten gerechnet, als ich das Spray hier gesehen habe. Ich hab's extra nicht mitgenommen. Bitte?
Ja, damit du deine Rolle überzeugend spielst. Du hast mir extra so eine Angst gemacht, damit ich da unten Terror mache? Anders hättest du es nicht hingekriegt. Was willst du? Die haben uns die Nummer abgekauft. Manchmal glaube ich echt, du hast sie nicht mehr alle. Oho. Ich hoffe, es ist so richtig. Größer ging's nicht. Lassen Sie es gut sein. Danke. Ich gehe dann mal. Wo willst du hin? Keine Ahnung, aber nach der Sache eben möchtest du das Essen bestimmt absagen. Okay, wir müssen nicht ausgehen, aber trotzdem. Bleib da noch ein wenig. Deine Mutter braucht bestimmt ein bisschen Ruhe. Sind Sie nicht diejenige, die mir mein Kimono abkaufen wollte? Ja, genau. Bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie damit belästigt habe. Ja, reichlich dumme Idee, so ein wertvolles Stück für alberne Schürzchen zerschnippeln zu wollen. Ich habe nur noch eine Möglichkeit gesucht, einer Freundin zu helfen. Möchtest du lieber alleine sein? Oh, ich bitte dich, wir können doch deine junge, neue Gespielin nicht einfach vor die Tür setzen. Annika ist nicht meine Gespielin. Verzeihen Sie, ich weiß nicht, welche Rolle Sie übernommen haben bei seinen ewigen und ewig gleichen Frauengeschichten. Mama, es reicht. So ritterlich kenne ich dich ja gar nicht. Sie scheinen wirklich was Besonderes zu sein. Hörst du jetzt endlich auf? Was halten Sie davon, wenn wir morgen miteinander frühstücken? Ich würde Sie wirklich sehr gerne näher kennenlernen. Zum letzten Mal. Ich habe nichts damit zu tun. Was kann ich denn dafür, wenn der Aufzug stecken bleibt? Er ist nicht einfach stehen geblieben, er wurde manipuliert. Habt ihr wirklich Besseres zu tun, als Aufzüge zu manipulieren? Also ich komme hier manchmal vor wie im Kindergarten. Was sollen denn diese albernen Streiche? Ich finde es absolut nicht albern, wenn der Aufzug stecken bleibt. Sowas kann tatsächlich lebensgefährlich sein. Und wieso lässt du Cosima da den Aufzug benutzen, obwohl du weißt, dass er nicht in Ordnung ist? Als ich ihn bedient habe, hat er noch funktioniert. Und wie kommt sie dann bitte darauf, dass du sie absichtlich in eine Falle gelockt hast? Sie hat mich gebeten, nach dem Aufzug zu sehen. Entweder die bildet sich das nur ein, oder die will mir was anhängen. Das ist nicht unser Hafen. Aha. Was suchst du denn? Ich suche den Hafen der Ehe. Und das ist er. Das ist unser Hafen. Ups. Fühlt sich wundervoll an, dieser Hafen. Was war denn zwischen dir und Rosalie? Müssen wir da ausgerechnet jetzt drüber reden? Ja, du hast einen sehr, sehr neugierigen Mann geheiratet. Mhm. Wir haben uns gegenseitig einiges an den Kopf geworfen und danach war's gut. Du bist süß, wenn du lügst. Hast du schon vergessen, dass ich Gedanken lesen kann? Ich deine auch. Ah, und was liest du? Dass du im Grunde genommen gar nicht wissen möchtest, was passiert ist. Okay. Stimmt. Liebst du mich trotzdem? Nö. Ach ja? Ja. Ja? Ja. Du hast gerade meinen doppelten
Windsor gekillt. Eindeutig zu viele Knöpfe. Habe ich dir schon erzählt, dass Annika eine hervorragende Bogenschützin ist? Ach, tatsächlich. Hervorragend ist etwas übertrieben. Du trainierst mit deinem Bruder für die Weltmeisterschaft. Das will was heißen. Kann man damit Geld verdienen? Wenn man gute Sponsoren hat. Haben Sie gute Sponsoren? Naja, noch nicht, aber ich. Du musst nur einmal bei der Weltmeisterschaft oder den Olympischen Spielen gewinnen. Dann kannst du dich vor Aufträgen kaum noch retten. Und bis dahin heißt es trainieren, trainieren, trainieren. Und nebenbei noch das normale Leben. Geld verdienen. Du verbringst die meiste Zeit auf dem Schießplatz. Und bist schon richtig gut. Ich wüsste nicht, was da schief gehen sollte. Das Wichtigste ist mir das Bogenschießen selbst. Da kann ich alles um mich herum. Darf ich fragen, was Sie beruflich machen? Ich meine, solange die große Sportlerkarriere noch auf sich warten lässt. Ich arbeite hier am Fürstenhof in der Küche. Oh. Wie romantisch. Eine Küchenhilfe erobert das Herz meines stolzen Sohnes. Annika ist Köchin. Meine offizielle Bezeichnung lautet Jungköchin und ich liebe meinen Job. Oh, ich muss da langsam los. Hendrik und ich sind zum Training verabredet. Und danach heißt es dann wieder Kartoffelschälen. Vielen Dank für die nette Einladung, auch wenn ich gar nicht genau weiß, warum eigentlich. Mit meinem Vater scheinst du dich ja mittlerweile ganz gut zu verstehen. Ja, ja. Wir beide haben gestern Abend noch ein bisschen weitergemacht. Ein bisschen arg weitergemacht, fürchte ich. Wo, hier im Fürstenhof? Mhm. Eure Hochzeit war wunderbar und am idealen Ort, aber wir hatten das Gefühl, das eine oder andere Gläschen wäre noch vonnöten. Naja, und so wie es aussieht, ist es dann auch dazu gekommen, oder? Mhm. Dein Vater ist ein zäher Hund. Und weiß einen guten Whisky zu schätzen. Ja, das tut er. Werner, wenn du denkst, dass Großwiller der richtige Investor ist, dann. Gott, er hat das nötige Geld. Und solange er stiller Teilhaber bleibt. Okay. Hättest du einen anderen Stift? Ja, nimm meinen da. Mit dieser Unterschrift besiegle ich meinen Abschied vom Fürstenhof. Das. Was ich sehr bedauere. Ich muss dir sagen, die meiste Zeit hatte ich das Gefühl, hier zu Hause zu sein. Ja, dann wird doch diese Unterschrift nichts ändern. Emma und du, ihr seid hier immer herzlich willkommen.
Ja, schließlich bist du ein Teil der Familie. Genau wie Evelyn, Johann, deine Schwester. Im Grunde genommen mehr als du ahnst. Ja, ich wünsche jedenfalls dir und Emma alles Gute beim Neustart in Kanada. So, ja, bevor ich es vergesse, hier, die Schlüssel. Ich vermute mal, du willst aus den Räumen eine Hochzeitssuite machen. Ja, den Erlös verrechne ich dann mit den Restschulden, die du bei mir hast. Wenn was übrig bleibt, dann kannst du mir es überweisen. Mach ich. Aber lass dir Zeit. Ich weiß ja, wie es um deine finanzielle Lage steht. Das ist ja jetzt mal was Besonderes. Diese Kisten erinnern mich an die alten Filme mit den Auswanderern. Ich bin schon gespannt, wie es drüben wird. Kanada. Du weißt doch noch gar nicht, ob du dich da wohlfühlst. Du warst doch da noch nie. Und sag mal, warum musste das jetzt eigentlich plötzlich so schnell gehen? Felix wollte seinem Vater eine Freude machen und gleich mit ihm zusammen zurückfliegen. Außerdem hat er doch übermorgen schon den Termin wegen diesem Herrenhaus, das er kaufen möchte. Ah. Du meinst das Haus, aus dem ihr dann ein Hotel machen wollt, ein schönes? Ja, in Kanada nennt man das wohl Lodge. Mhm. Hoho, da könnte man ja richtig Reisefieber bekommen. Guten Morgen übrigens. Guten Morgen. Auf zur Weltreise. Ich glaube, Ihrer Frau wird das auch gefallen. Ja, wem nicht? Aber das Thema Reisen haben wir beide erstmal durch. Ja, also meine Weltreise führt mich heute erstmal nur bis Gut Talheim zu meinem Klassentreffen. Aber ich wollte mich wenigstens noch verabschieden. Kannst du dir vorstellen, dass die plötzlich nicht mehr da ist? So eine wundervolle Untermieterin werden wir nie mehr bekommen. Ich denke, Sie haben schon einen Postbeamten. Ja. Ich werde Sie beide schrecklich vermissen. Ich danke Ihnen für alles. Sie haben so viel für mich getan. Ach, weißt du, immer, du warst wie so eine Tochter für uns. Komm mal her. Und das wirst du auch immer bleiben. Und Sie beide, Sie waren und Sie sind für Felix und mich ein riesiges Vorbild. So wie Sie ihr Leben und ihre Ehe führen. Wann immer du willst, du kannst immer wieder zu uns kommen. Danke. Aber jetzt geht's erstmal auf Hochzeitsreise, oder? Wir wollten gern nach New York, ja, aber wir müssen erst einmal einiges aufbauen. Ja, schon, aber das können Sie auch nachholen. Nee, das können Sie nicht. Wenn Sie es nicht gleich machen, machen Sie es nie. Aber ich denke, unsere Fahrt nach Kanada ist ja schon sowas wie eine Hochzeitsreise. Ja, und das Beste ist, ihr bleibt gleich am Ort eurer Flitterwochen. Eben. Ach, Emma. Alles, alles, alles gut. Danke. Ihnen auch. Pass schön auf dich auf. Dafür wird Felix schon sorgen. Also, die Kisten mit den Frachtaufklebern, die werden von der Spedition abgeholt. Der Rest geht einfach zum Flughafen. Okay. Bring sie es runter in die Lobby. Ich komme dann auch gleich. Ach ja, hier. Für die Kaffeekasse. Oh, vielen Dank, Herr Saalfeld. Was willst du hier? Du hast Hausverbot. Ich würde Emma gerne noch mal sehen. Sie packt. Würdest du ihr den bitte geben? Sie weiß dann schon Bescheid. Leg es dahin und dann verschwinde.
Das war's. Jetzt fange ich ein neues Leben an. Wie es wohl sein wird. Ohne meine Schwester. Ich hoffe, dass gestern im Auto hat wirklich etwas bei ihr verändert. Ich wünsche es ihr. Sie werden mir alle schrecklich fehlen. Die Sonnenbichlers, Marie, Simon, sogar Annika, obwohl ich sie gerade erst kennengelernt habe. Und Ben natürlich. Überhaupt. Alle. Ja, bitte? Ben? Wie schön. Ich möchte einfach nur Tschüss sagen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass du auf der Hochzeit warst. Nach allem, was zwischen uns beiden... Also... Ich habe meine masochistische Seite aktiviert und ein paar Mal Moonriver gefiedelt und das für dich aufgenommen. Ich hoffe, meine Interpretation gefällt dir. Danke. Du hast immer einen Platz in meinem Herzen. Das weißt du. Ich hoffe, ich habe dich bald vergessen. Natürlich... Nur als meine Fastfrau. Endlich. Endlich lächelt er wieder. Ich gehe dann mal. Warte, Moment. Ich muss dir erst unsere Adresse in Kanada aufschreiben. Du musst mir schreiben. Und ich will, dass du mir E-Mails schickst. Mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus dem Fürstenhof. Das soll Marie übernehmen. Ich schreibe nur über wichtige Dinge wie Politik und Philosophie. Mach's gut. Wird der alte Mann hier deine neue Ikone? Was soll das? Du brauchst doch immer jemanden, den du vergöttern oder verteufeln kannst. Nein, dieses Bild soll mich einfach an mein Ziel erinnern, den Fürstenhof. Ja, dafür lohnt es sich zu leben. Ach, dieses Bogenmädchen hat wirklich einen schlechten Einfluss auf dich. Da haben wir gleich das nächste Teufelchen. Ich fand es ziemlich daneben, wie du mit ihr umgegangen bist. Ich bin nur ehrlich. Du kennst sie überhaupt nicht. Da reicht ein Blick. Dein Bruder hätte so eine nie angeschleppt. Wir haben eben einen unterschiedlichen Geschmack. Ja, und deiner tendiert leider immer in Richtung billig. Dein Bruder hatte wesentlich mehr Stil. Immer die gleiche Leier. Das ödet mich an. Erledigst du das bitte erstmal mit dem Bild hier? Soll ich wirklich einen Nagel in die Wand schlagen? Wir sind hier im Hotel. In meinem Hotel. Ist es nicht ein bisschen unter deinem Niveau, wie du versuchst, deinen Erbe zu krallen? Von dem offenbar nur du denkst, dass es dir zusteht. So wie ich die letzten Jahre rumgewurschtelt habe, das war unter meinem Niveau. Was spricht dagegen, wenn ich das ändern will? Dafür lässt du dich im Aufzug einsperren, riskierst einen Herzinfarkt, vielleicht sogar zu sterben. Was kommt als nächstes? Das hätte ich alles nicht nötig, wenn Markus noch leben würde. Was hat der damit zu tun? Er
hätte den Mumm, seiner Mutter zu ihrem Recht zu verhelfen. Und zwar sofort und in eigener Initiative. Und wenn du ehrlich zu dir wärst, würdest du das auch zugeben. Also pass gut auf dich und die beiden auf, ja? Und du, tu mir die Liebe und schau ab und zu mal nach Elisabeths Grab. Du bleibst hier? Ich dachte, du gehst zurück nach Afrika. Ach, Felix, irgendwann ja. Ich habe noch einiges zu erledigen, muss ein bisschen nach dem Rechten sehen, jetzt, wo du nicht mehr da bist. Ich hoffe, das geht alles gut aus, für dich und für den Fürstenhof. Gregor und Samia kommen eine Zeit lang ja sehr gut ohne mich zurecht. Und deine Schwester wird mir von London aus helfen. Natürlich, komm, ich muss mich nur einladen. Hiermit geschehen. Wart's ab, ich bin schneller da, als dir lieb ist. Blöde Kuh, warum gehst du auch so weit weg? Felix ist schuld. Ich hätte ihn niemals heiraten dürfen. Emma? Dann sagt Bescheid, vielleicht kommen wir dann ab. Wehe, sie schnappen mir den weg. Ja, wieso? Haben Sie nur einen geeigneten Kandidaten? Wie? Nein, aber ich will ihn trotzdem. Rein prophylaktisch. Ja. Achtung, meine Herrschaften, die Braut kommt den Strauß. Wer wird die nächste Glückliche? Tja, ich würde mal sagen, glückliches Händchen. Hat nichts zu bedeuten. Wäre schön, wenn Sie sich in anderen Dingen auch so engagieren würden, Frau Engel. Na gut, dann lass uns aufbrechen. Den Flieger will ich nicht verpassen. Nein. Ich bin mal gespannt, ob die uns mit dem ganzen Geraffel hier mitnehmen. Den hier, den hat deine Schwester vorhin vorbeigebracht. Dem haben wir es zu verdanken, dass wir jetzt in ein neues Leben starten können. Muss ich das verstehen? Nein. Na, das fängt ja gut an, Frau Seifel. Voilà. Passt auf euch auf. Gute Reise. Macht's gut. Ciao. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, dass ich es aufgehängt habe. Schließlich habe ich es Ihnen geschenkt. Entschuldigen Sie, dass ich Sie so anschaue. Um herauszufinden, ob ich ihm ähnlich sehe? Für mich ist das alles noch so irreal. Ich möchte es einfach begreifen. Und? Zu was für einem Ergebnis sind Sie gekommen? Ja. Ja, Sie sind Ludwig Saalfelds Tochter. Und trotzdem, er bleibt auch für mich noch mein Vater. Auch wenn ich das nicht erklären kann. Ja. Ist schon merkwürdig. Als ich früher meinem falschen Vater in die Augen gesehen habe, dachte ich immer, da fehlt irgendetwas. Jetzt weiß ich, was es war. Ja, vielen Dank, dass Sie mir das Bild überlassen haben. Möchten Sie was trinken, Charlotte? Was haben Sie denn jetzt vor? Ja, allzu lang werde ich nicht mehr bleiben. Ich bin hier unerwünscht. Ich hoffe, Sie verstehen, dass die Entwicklung der Dinge uns alle ein wenig, ja, durcheinander gebracht hat. Ja, schon, aber bevor ich mein Leben riskiere, ziehe ich mich lieber zurück. Kein Mensch will, dass Sie sterben.
Ihr Ex-Mann und sein Bruder wollen mich loswerden. Ich leugne nicht, dass Werner und André gewisse Vorbehalte gegen sie haben. Aber an Mord zu denken, das ist einfach übertrieben. Charlotte, ich zähle eins und eins zusammen. Diese Episode im Fahrstuhl, die war kein Zufall. Herr Konopka weiß um mein Herzproblem und dass Stresssituationen lebensgefährlich für mich sind. Sie reden sich da etwas ein. Sehen Sie, genau das bezweckt er. Alle sollen glauben, dass es ein unglücklicher Zufall war. Habe ich Post? Eine Sekunde, bitte. Ich hätte gern was Nettes. Am allerbesten ein paar Schecks. Dagegen hätte ich auch nichts. Danke. Schlechte Nachricht? Na, bloß langweilige. Mahnungen, Rechnungen, Werbung. Ich habe gute Nachrichten für dich. Du bist heute Abend bei Hendrik und mir zum Essen eingeladen. Ich koche. Das klingt ja toll. Zumindest bis auf den Teil, wo dein Bruder ins Spiel kommt. Du wirst ihn noch öfter treffen müssen, wenn du zu mir kommst. Es wäre nett, wenn ihr eure kindischen Streitereien endlich ad acta legen würdet. Auf dich und das Essen freue ich mich. Hendrik gibt sich auch Mühe. Zumindest hat er nichts dagegen, dass du zum Qualifikationsturnier mitkommst. Hast du Lust? Ich weiß nicht. Das ist doch noch lange hin, oder? Ein Monat. Ich würde mich sehr freuen. Sonst bin ich das fünfte Rad am Wagen. Hendrik will Marie Sonnenbichler mitnehmen. Das ist noch so lange hin bis zum Turnier. Keine Ahnung, was dann ansteht. Das ist doch wirklich das Allerletzte. Was gibt's? Jetzt behauptet die Zastro tatsächlich, ich hätte den Aufzug manipuliert. Warum solltest du? Um sie umzubringen, weil ihr empfindliches Herzchen einen verlängerten Aufenthalt in so einem engen Raum nicht aushält. Ist sie jetzt um eine Erfahrung reicher? Nee. Ihr armes kleines Herzchen hat's ausgehalten. Also ich finde das wirklich nicht lustig, ja? Na komm, lass ihr doch ihre Paranoia, reg die nicht auf. Umso schneller geht sie wieder vorüber. Ich bin vorbestraft. Ein Wort von der und ich habe riesen Ärger am Hals. Was hast du da? Die Pläne unserer Aufzugsanlage hat einer der Jungs in der Küche gefunden. Was haben die denn in der Küche verloren? Ja, wahrscheinlich hat die unsere Dame da deponiert. Geht es schon wieder um Cosima? Ja, und wer denn sonst? Ich habe noch mal mit ihr gesprochen und versucht, ihr klarzumachen, dass sie nichts von dir zu befürchten. Sind ja die Pläne von unserer Fahrstuhlanlage. Ja. Also hatte Cosima doch recht. Ihr habt das zusammen ausgeheckt und wolltet, dass sie im Fahrstuhl einen Anfall bekommt. Sie können mir nicht erzählen, dass niemand die Anteile kaufen möchte, Herr Großwieler. Der Fürstenhof ist ein hervorragend laufendes Fünf-Sterne-Hotel. Ja, das ist aber ihr Job, den sie übrigens ziemlich schlecht machen. Wofür bezahle ich sie denn überhaupt? Na schön. Ist hier irgendwo ein Tisch frei? Soviel ich weiß, haben Sie Ihr Hausverbot, Frau Engel. Felix hat ja nichts mehr zu sagen. Ja, dann klären Sie es bitte mit meinem Onkel. Trauen Sie sich diese Entscheidung nicht selbst zu. Tut mir wirklich herzlich leid, aber es ist alles reserviert. Tja, dann machen Sie einen Tisch frei. Wie käme ich dazu? Ach, weil Sie den Brautstrauß von Emma gefangen haben, zum zweiten Mal, hm? Der Brautstrauß ist dort, wo er hingehört, im Mülleimer. So viel Sinn für Romantik hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Hut ab. Dieses Ritual wird maßlos überschätzt. Oder sehen Sie etwa einen Ehering? Und Ihre unkomischen Witze, die verkneifen Sie sich in Zukunft als mein Untergebener. Was soll das denn jetzt wieder heißen? Seit heute gehören mir 20% des Fürstenhofs. Das Turnier dauert nur ein paar Stunden. Wir haben also genug Zeit, uns die Stadt anzuschauen und können uns richtig amüsieren. Ich werde mal drüber nachdenken.
Ich gebe dir dann Bescheid. Je früher, desto besser. Dann kann ich schon mal nach billigen Flügen schauen und ein schönes Hotel raussuchen. Du hast eigentlich gar keine Lust. Also ehrlich gesagt, geht mir das Ganze aber nicht so schnell. Dann hast du auch ehrlich gesagt gar keine Lust, zum Abendessen zu kommen. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich mich jetzt mal um meine Mutter kümmern würde. Ich dachte, wir zwei hätten ein bisschen Spaß zusammen, aber... Also doch. Mehr ist bei mir im Moment nicht drin. Ich frage mich, wo Sie das Geld aufgetrieben haben, um Herrn Groß wieder die 20% abzunehmen. Alle Erbschaft. Zufrieden? Nein, das nehme ich Ihnen nicht ab. Puh, was ist das denn? Wirkt wie ein echter Brautstrauß. Ich hoffe, Sie haben ihn gefangen, Hendrik. Es gab hier mal einen sehr hohen Geldbetrag aus der Lebensversicherung von Barbara. Davon weiß ich nichts. Ja, und er ist verschwunden, spurlos. Keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Wirklich nicht? Mir ist das Touch weg. Hey! Hey, hört auf! Schluss jetzt, was soll das denn? Oh, verdammt, meine Schulter!